Hallo, Markus hier von Womovlog. Wir sind gerade auf dem Weg zur Firma Caravan Gerner und das Auto wird ein bisschen autarker. Ihr werdet dann sehen, was denn alles reinkommt. Wenn ich sage wir, meine ich Tanja und ich. Tanja fährt hinter mir im Auto. Ja, wir geben das Auto ab und ich habe mit der Firma Caravan Gerner vereinbart, Sie können sich Zeit lassen beim Einbau. Wenn Sie fertig sind, sollen Sie anrufen und wir holen das Auto dann wieder ab. So, jetzt fahren wir mal hin und werden sehen, was denn alles eingebaut wird. Das zeige ich euch dann. Viel Spaß! Ja, ich stehe vor der Firma Caravan Gerner. Wir sind also angekommen und jetzt schauen wir mal, was denn an unserem Wohnmobil so alles gemacht wird und wir schauen uns die Firma auch noch ein bisschen an. Ja, hier seht ihr mal die Zufahrt zur Firma. Ich nehme euch einfach mal mit runter. Ich hoffe, es wird euch nicht so arg schwindelig bei der Lauferei. So, wir sind unten im Hof. Ihr habt einmal hier die Werkstatt. Die Firma Caravan Gerner ist auch Vertragshändler von der Firma Knaus. Hier stehen einige Fahrzeuge rum. Ich habe keine Ahnung, ob die ja, zum Verkaufen sind. Zum Verkaufen sind sie sicherlich, aber ob die noch frei sind zum Verkaufen, müsst ihr einfach mal anfragen. Hier habt ihr mal die Öffnungszeiten der Firma. Einfach mal auf Standbild drücken, dann könnt ihr sehen, wann die Firma offen hat. Und die Firma Gerner ist auch Servicepartner von der Firma WCS. Auch wir haben ein paar Teile von der Firma WCS verbaut bekommen, aber ich denke, das seht ihr nachher. Ja, ihr könnt vor der Firma auf euer Fahrzeug warten. Wenn es noch was Kurzes ist, hier könnt ihr euch hinsitzen. Im Augenblick ist es, naja, leicht sonnig. Wir werden noch ein bisschen warten müssen, bis unser Auto fertig ist. Ich schwenke mal weiter. Hier habt ihr die Angebote 2023 von der Firma Gerner. Einfach auf Startbild drücken und das Video anhalten. Dann seht ihr, was hier die Preise aufgerufen werden. Und wir gehen noch einmal rein und schauen uns noch den Shop. Nämlich hier ist der Eingang zum Büro und zum Shop. Und schauen uns noch einmal im Shop um. Ja, ihr habt ja auch genügend Wohnwagen hier rumstehen. Und oi, da steht unser Auto. Noch am Strom. Ich hoffe mal, er ist fertig geworden. Aber das sehen wir jetzt gleich, wenn wir das Auto in Empfang nehmen und mal nachschauen, was denn alles drauf gekommen ist oder dran gekommen ist oder eingebaut wurde, wie ihr es sehen wollt. Also wer einen Wohnwagen sucht, hat hier noch auf jeden Fall die Auswahl. Hier stehen einige rum, alles Modell 22 noch. Preise erfragt ihr am besten bei der Firma. So, jetzt seht ihr mal den Shop. Ihr bekommt hier natürlich auch noch die ganzen Produkte von der Firma WCS, weil ne, Servicepartner WCS, aber nicht nur WCS. Es gibt hier auch Victron. Ich habe auch Teile von Victron drin. Und ihr habt Bulltron und Alden. Machen wir mal einen kurzen Gang durch den Shop. Hier sind die Solarplatten, die ihr hier beziehen könnt. Hier habt ihr einmal, ich hoffe es geht vom Licht her, eine Demo-Wand von der Firma WCS. Ihr bekommt hier alles, was das Camperherz begehrt. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema, wer meine Videos kennt, ne? Strom. Ah, hier bekommt er alles, was er braucht für die Stromversorgung, für die Landstromversorgung. Ich habe da extra ein Video drüber gemacht, verlinke ich euch da oben. Was man denn beim Landstrom beachten muss, ihr bekommt hier, ich schwenke euch mal, ich hoffe, euch wird es nicht schwindelig, auf die einzelnen Bauteile, die ihr hier beziehen könnt. Also ihr könnt euer Kabel selber herstellen, aber bitte nur die Elektrofachkraft. Denn, wie gesagt, da sollte man einen Plan haben, vor allem wenn man eine CE-Dose anschließt.
Ja, jegliche Ersatzteile, wenn euch mal was kaputt gehen sollte, könnt ihr hier beziehen. Und hier habt ihr mal die Zertifikate, die die Firma gerne alle zwischenzeitlich erworben hat und auf was die alles geschult worden sind. Genauso ist die Firma gerne natürlich Vertragspartner von der Firma Druma. So, wir sind jetzt im Wohnmobil. Wir machen mal eine kleine Tour, was denn alles eingebaut wurde. Wir haben einmal hier, ne, die alte, die kennt das schon. Hier haben wir einen MPPT-Regler, der ist für die Solartasche. Ich schwenke euch mal jetzt rum. Der Anschluss für die Solartasche hat mir die Firma gerne hier unten an den Türeinstieg macht, sodass ich anschließen kann. Hier nochmal ein Blick in unsere Heckgarage auf die Elektroanlage. Hier sitzt der EBL. Die Firma Gerner hat uns hier noch alles schön sauber bezeichnet und den Strom oder beziehungsweise die Anlage geändert. Landstrom, Heizung und die Kombi sind nochmal extra hier abgesichert. Und der Kühlschrank nebendran ist natürlich auch aus dem Stromkreis rausgenommen, damit er die Batterien nicht leer zieht. Da sitzt die oder das Ladegerät, das hinten verbaut war. Das hat meine Firma gerne da eingebaut und hat es so geschalten, damit die Ladekurve oder beziehungsweise das Ladegerät die Starterbatterie mitlädt. So, dann schwenke ich euch mal nach oben. Hier in der Box, ich hoffe, ihr seht es jetzt, ist der große MPPT-Regler für die Solaranlage, die wir uns auf dem Dach noch schnell angucken werden. Jetzt bei eurer ist ja die Batterie hier vorne verbaut. Und hier hat die Firma Gerner unsere Lithium-Batterie reingebaut. Wir haben eine Lithium jetzt drin mit 200 Ampere. Da ist noch der Stand zu sehen. Ganz unten, ich hoffe, ihr seht es jetzt, sitzt noch der Ladebooster. Da sieht man ihn. Da sitzt der Ladebooster. Und die grüne Kombi von WCS ist da noch mit verbaut. Alles schön kompakt. Und hier haben wir noch extra den Schalter für den, ja, ich sag mal, ich kenne es aus dem Elektrobereich, den Notaus. Aber wenn ich das Auto stromlos machen will, schalte ich hier den oder das Fahrzeug stromlos. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr sortenrein seid oder ob ihr auch mehrere Firmen in eurem Elektrofach verbaut habt. Hier hat man ins Bedienpanel noch die Bedienung reingesetzt, passt sich relativ gut an. Hier lässt sich dann also quasi die Kombi ein- und ausschalten und da kommen auch die Meldungen von der Kombi. Jetzt sind wir auf dem Dach. Hier seht ihr drei Platten, drei Hochvoltplatten mit 40 Volt. Ich bin ehrlich, ich weiß noch mal die Firma, da muss ich erstmal auf die Rechnung schauen, was für eine Firma das ist. Aber so wie das Angebot war, sind die Platten von der Firma Wattstunde. Hier ist noch verbaut einmal die Dose. Die Platten sind so verbaut, wenn es denn wirklich nicht reichen sollte, kann ich immer noch ein paar Platten draufbauen und mit anschließen. Ja, so viel zu dem Video von wie wird unser Wohnmobil ein wenig autarker. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, dann werdet ihr sehen, wie es bei uns weitergeht, was noch an dem Wohnmobil verbessert oder eingebaut wird. Oder ihr seht auch Technikvideos, die ich dann erstelle. Ich verlinke euch mal oben das Video mit dem Landstrom. Und ich wünsche euch gute Reise. Kommt immer gesund wieder von euren Reisen. In diesem Sinne, schöne Zeit für euch, euer Markus.